Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gern zeigen, wie ihr das Bärenrüstungsset in The Witcher 3 bekommt. Und zwar bekommen wir an dieser Stelle an der Karte hier in Skellinge das Bären-Silberschwert. Hier geht die Story weiter, ihr müsst einmal hier außen rumreiten und dann hier hoch. Hier erwarten euch drei Felsenmonster. Eigentlich relativ einfach zu erledigen. Dann rennt ihr hier rein und dann habt ihr hier schon das Skelett, was uns das Bären-Silberschwert gibt. So, machen wir weiter mit der Bärenrüstung. Und zwar die Bärenrüstung befindet sich auch in Skellinge, einmal hier oben auf der Insel Hafen Riala oder wie auch immer die Person ausgesprochen wird. Hier geht die Story weiter. Einmal rüber, am besten mit dem Boot. Ihr merkt, ich bin krank. Also, wir gehen hier rein. Dafür entschuldige ich mich, dass ich mich nicht ganz gesund anhöre, aber wir wollen ja die schöne Rüstung haben, ne? So. Dann laufen wir hier hinten durch. Hauen hier den Geist mal weg. Ich bin der Level 7er Geist, der sollte ja eigentlich schnell machbar sein. Dann müssen wir hier den Hebel betätigen, ganz wichtig. Lootet am besten hier alles nebenbei noch mit. Ihr habt die Zeit, ich lasse das jetzt einmal alles liegen wegen dem Video. Dann musste man hier, glaube ich, rein. Ah, hier runter. Entschuldigung. Wir mussten hier runter. Die Treppe hier hoch. Und dann links hier lang hier hoch und hier ist es ein bisschen kurioser reinzukommen, aber es geht. Und hier haben wir schon die Truhe, wo uns die Rüstung gibt, ne? Die Truhe gibt uns die super geile Bärenrüstung und dann nehmen wir die uns rein. Und machen wir weiter mit dem normalen Stahlschwert von der Bärenrüstung. Das Bärenstahlschwert finden wir einmal hier unten von Skellinge. Ein bisschen, laufen. Hier ist die Hauptstory. Einfach ein bisschen mit Blitze reiten. Und hier unten holen wir uns dann schon das Schwert. So, wir müssen hier rüber springen dann, also hier unten ist so ein kleines Dorf, wir laufen ein bisschen hoch und hier müsst ihr mit Art was wegsprengen und dann erwartet euch hier unten noch der ein oder andere Geist, die killt ihr einfach ganz normal wie immer und dann holt ihr euch hier in der Kiste das Bärenstahlschwert. So, machen wir zuletzt mit dem mit der Bärenarmbrust weiter und dann zeige ich euch, wie die Rüstung einmal komplett aussieht. So, und die Bärenarmbrust, die findet man hier oben auf der kleinen Insel auf Skellinge. Hier geht die Story weiter und dann müsst ihr einfach nur mit dem Boot hier rüberfahren und dann haben wir hier unten ist eine kleine Höhle und da befindet sich dann auch die Armbrust drin. So, wir laufen rein, hier erwarten euch auch ein paar Gegner, aber keinen schweren Gegner, Ertrunkene, wie man hier sieht, aber das ist ja keine hohe Kunst. So, jetzt sind wir daneben gesprungen, ich hoffe, euch passiert das nicht. Hässlicher Bastard. Ja, das ist ja wunderbar, dass der Controller gleich leer ist.
So, und hier drüben haben wir die Bergen-Armbrust. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie die Rüstung komplett aussieht, wenn sie fertig hergestellt ist und wie die Rüstungswerte sind. So, habt ihr alle Teile gesammelt, geht ihr ganz normal zu den jeweiligen Schmieden, einmal zum Handwerk und einmal zum Schwertschmied, und dann lässt ihr euch da die Sachen anfertigen. Hier ist die Bärenarmbrust, 10 bis 12 Schaden. Also ist ja die ganz normale Bärenrüstung noch, ne? Die Schwerter haben schon einen ordentlichen Schaden. Nachteil ist halt, ist eine schwere Rüstung, aber kann man im DLC gibt es einen Händler, wo man die schwere Rüstung als leichte Rüstung machen kann. Also ganz solide ist die Rüstung hier, wie ihr seht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Abo, um nichts weiteres zu verpassen. Ich bin's, der Digi. Peace.